Auf seinem Gebiet forschen, aber in einer Gemeinschaft promovieren. Das ist der Leitgedanke, um den sich an der Ruhr University Research School alles dreht. Die Doktoranden Priya Darshini, Raja Sekaran, Lian Gelis und Steffen Wolf kennen sich nicht nur vom Campus der Ruhr-Universität. Sie sind alle Mitglieder der Research School. Die Diplombiologin und der Diplomchemiker forschen beide in der Sektion Life Sciences. Steffen Wolf moduliert in der Theorie, was Lian Gelis im Experiment untersucht. In einigen Monaten wollen beide ihre Promotion abschließen. Dass beide einen Platz an der Research School bekommen haben, zeigt schon, dass sie zu den Besten ihrer Fachrichtungen zählen. Lian Gelis erforscht die Funktion von Riechrezeptoren der menschlichen Haut. Wenn die Rezeptoren mit Duftstoffen aktiviert werden, hören die Zellen auf zu wachsen und der Zelltod tritt ein. Vielleicht kann mit diesem Wissen ein Weg im Kampf gegen Hautkrebs gefunden werden. Das Fachgebiet von Priya Darshini Rajasekaran ist Plasmasterilisation. Mit Plasma können Bakterien und Viren bekämpft werden. Und die beiden überlegen nun, ob man diese Methode auch an ganzen, bösartigen Zellkulturen anwenden könnte. Das Reizvolle an meinem Forschungsgebiet ist es, dass es eine Brücke schlägt zwischen Grundlagenforschung und medizinischer Anwendung. Und ich hoffe, dass meine Ergebnisse auch irgendwann dazu beitragen werden, Medikamente gegen Hautkrebs zu entwickeln. Das wäre wirklich toll. Die Inderin Priya Darshini Rajasekaran forscht im Bereich Plasmatechnik und gehört der Sektion Natural Sciences and Engineering an. Sie erhält ein Research School Scholarship, eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, für 3 Jahre. Die Research School bietet eine gute Plattform für Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen. So habe ich Lian kennengelernt und mich mit ihr zusammengetan. Und ich denke, dass wir schon bald gute Ergebnisse vorweisen können. Steffen Wolf ergänzt mit seiner Arbeit die experimentelle Forschung, indem er theoretisch modelliert. Der Doktorand am Lehrstuhl für Biophysik simuliert am Computer, was sich an Rezeptoren menschlicher Hautzellen abspielt, wenn sie auf Duftstoffe treffen. Was wir momentan hier gerade sehen, ist ein Duftstoff innerhalb eines Modells dieses Geruchsrezeptors. Und wir sehen hier jetzt eine Simulation des Ganzen, um zu überprüfen, wie sich dieses Gebilde wirklich dann ebenfalls innerhalb der Zellmembran verhält. Die Doktoranden leisten mit ihrer Grundlagenforschung wichtige Arbeit für zukünftige Anwendungen, etwa in der Medizin. Wir müssen den Doktoranden auch klar sagen, das, was ihr hier tut, das ist uns sehr viel wert. Und macht weiter so und bemüht euch weiterhin, weil wir brauchen das, was ihr jetzt hier erarbeitet, für die Zukunft. Professor Roland Fischer ist der Sprecher der Research School an der Ruhr-Universität Bochum. Das Programm der Graduiertenschule sieht er als einmalig in Deutschland, denn es schließt alle 20 Fakultäten der Campus-Uni ein. Heute ist der Section Day des Bereichs Humanities in Social Sciences. Allein hier hat die Research School mehr als 80 Doktoranden. Die Section Days sind Tage des wissenschaftlichen Austauschs, einer für jede Sektion, zu denen internationale Gäste geladen werden. Aber das ganz Besondere ist, dass der Tag nicht von Professoren geplant wird, sondern von den Doktoranden selbst. Wir wollen die jungen Leute auf ihre Aufgaben in der Gesellschaft vorbereiten. Das reicht nicht, ein Spezialist, ein exzellenter Wissenschaftler zu sein. Man muss mehr sein, man muss auch Kommunikator sein. Und genau das praktizieren die jungen Geistes- und Sozialwissenschaftler an ihrem Section Day. Das Denken und Diskutieren über die eigene Forschungsarbeit und Fächergrenzen hinaus. Wenn sie die Research School verlassen haben, sollen sie eine Promotion mit Mehrwert absolviert haben. Also was die Research School über die reine Promotion hinaus bietet, ist die Tatsache, dass man hier im Team bereits dazu angehalten wird, es einem sehr unkompliziert möglich gemacht wird, Tagungen zu organisieren, Netzwerke aufzubauen, sich wissenschaftlich auszutauschen und damit eben auch über die eigenen Fachgrenzen hinaus einmal einen Blick zu wagen und vielleicht auch davon zu profitieren. Inhaltlich waren es heute sehr hitzige Diskussionen, sehr fruchtbare Diskussionen, eben aus interdisziplinärer Perspektive. Und die andere Sache ist eben, dass ich es besonders schön fand, an so einem Tag eben die Gelegenheit zu haben, auch mal selber praktisch sowas zu organisieren und eine Idee selber zu entwickeln. Mit einem eigenen Budget können Doktoranden solche Tage professionell planen, etwa indem sie als Diskussionspartner einen Psychologieprofessor aus Kanada einladen. Dahinter steht die Idee, so die wissenschaftliche Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der jungen Wissenschaftler zu fördern. Und diese Unabhängigkeit, die erzeugt Freude und aus der Freude erwachsen Ideen und das ist es, was in den Section Days gelebt wird. Rund 300 Doktoranden profitieren an der Bochumer Ruhr-Universität von der Exzellenzinitiative,
das größte Projekt seiner Art in Deutschland.